Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zum Thema Softwaretest. Mit dem Thema Softwaretest haben wir uns jetzt eine ganze Weile schon beschäftigt. Sie haben zu den User Stories Akzeptanzkriterien überlegt. Das sind so Bausteine für erste Testfälle, die Sie durchführen können. Sie haben die Akzeptanzkriterien wahrscheinlich im Sprint Review Meeting vorgeführt. Das ist auch so eine Art demonstrationsbasierter Test. Sie haben sicherlich, bevor Sie die Demo gegeben haben, getestet. Denn also Sie würden sich kaum trauen, mit ungetesteter Software in eine Demo reinzugehen. Und vielleicht haben Sie in Ihrem Source Code auch automatisierte Testtreiber. Je nach Technologie teilen ist das ja gut möglich, mit JUnit oder JSMine automatisierte Testtreiber zu schreiben. Ich möchte jetzt mit diesen so 10 bis 15 Videos nochmal das Thema Testen genauer beleuchten und nochmal stärkere Systematik in das Thema Testen reinbringen. Grund ist folgender: Sie wollen durch Testen Vertrauen in Ihre Software kriegen. Sie wollen durch Testen feststellen, wie gut ist Ihre Software Stand heute. Also es ist klassische analytische Qualitätssicherung. Und dann wollen Sie genügend Informationen haben, um dann reagieren zu können. Sowas, also Entscheidungen zu treffen, können wir überhaupt liefern? Oder müssen wir uns für die Softwarequalität bis jetzt schämen? Also wann ist denn der richtige Lieferzeitpunkt? Wie viel müssen wir noch testen? Wie viel Debugging-Aufwand kommt da ungefähr auf uns zu? Und um das ein bisschen besser einzuschätzen, müssen wir mehr Systematik in das Thema Testen reinkriegen. Und deswegen kommt jetzt nochmal eine recht große Strecke zum Thema Softwaretest und der Systematik, die dahinter steckt. Viel Spaß damit. Hier nochmal eine Folie aus dem QS-Vortrag. Also wenn wir uns das nochmal genau anschauen, machen wir also analytische Qualitätssicherung. Also wir finden raus, wie schlimm es um uns bestellt ist. Also wir ändern nichts an der Software, wir diagnostizieren bloß. Und wie diagnostizieren wir? In diesem Fall führen wir unsere Software aus und wir gucken nach, ob die Software das tut, was wir erwarten würden. Und das nennt sich Test. Zur Laufzeit können Sie auch noch sowas wie Messen machen, also Performance-Test beispielsweise machen. Das kommt dann nächste oder übernächste Woche nochmal genauer. Also dieses Mal Software-Qualitätssicherung durch Test. So, was ist Testen? Also Sie versuchen, das Testobjekt systematisch auszuführen. Warum wollen Sie das? Naja, Sie wollen mit möglichst wenig Aufwand, also wenig Aufwand, deswegen brauchen Sie Systematik, eine möglichst gute Garantie haben, dass Sie den Zustand der Software kennen. Und bevor Sie liefern, wollen Sie sicher sein, naja, ich weiß, ich kenne den Zustand meiner Software, das heißt, ich kann die Risiken, auf die ich mich bei der Lieferung einlasse, beherrschen. Wenn Sie nicht testen, wissen Sie nicht, was Ihre Software alles beim Kunden für ein Heckmeck anrichtet. Wenn Sie getestet haben, haben Sie ein Verständnis davon, was passieren könnte. Also systematische Auswertung Testobjekt ist wichtig. Und man kann jetzt zwei Ziele oder drei Ziele unterscheiden. Sie können sagen, Verifikation. Diese beiden Begriffe und Validierung, die stammen aus einem Papier von Barry White Beam aus den 1970er Jahren. Der hat das V-Modell erfunden, kommt auch gleich noch auf eine Folie. Und Barry White Beam unterscheidet Verifikation. Man könnte die Frage stellen, habe ich das System richtig entwickelt? Das heißt, Sie gucken nach, tut das System das, was in der Spezifikation steht? Haben wir nicht, wir haben keine Spezifikation, wir haben so User Stories, also könnte man fragen, erfüllt das System alle Akzeptanzkriterien? Das wäre so Verifikation. Im Gegensatz dazu könnten wir gegen den Willen der Benutzer prüfen. Also wir könnten es dem Benutzer zeigen, sagen, lieber Benutzer, war das das, was du bestellt hast? Das ist Validierung, das heißt, dann fragen Sie nach, habe ich eigentlich das richtige System entwickelt? Ne? Also tut das System das, was der Kunde eigentlich braucht? Oder wollte. Also die beiden Stufen können Sie unterscheiden. Bei Verifikation würde bedeuten, wenn in der Spezifikation totaler Schwachsinn drin steht, dann können Sie nur noch ein schwachsinniges System erzeugen. Die Verifikation würde das aber bestehen. Dann sozusagen verifizieren Sie ja den einen Schwachsinn mit dem anderen Schwachsinn. Während bei der Validierung, so als letzter Schritt, kann Ihnen das nicht mehr passieren, weil Sie da direkt gegen den Willen des Benutzers gehen. Man kann noch überlegen, wenn Ihr System mehr als eine Lieferung übersteht. Also Sie liefern von mir aus einmal pro Woche, einmal pro Monat, einmal pro Jahr oder einmal im Halbjahr, müssen Sie eigentlich vor jeder Lieferung wieder ausführlich testen, automatisiert oder manuell. Und dieser ständige Test, der dazu dient festzustellen, ist das System nicht kaputt, also tut es noch das, was es letzte Woche auch schon tat, das nennt sich Regressionstest. Und das müssen Sie eigentlich durchführen bei jeder Änderung des Systems. Also Sie testen quasi gegen das Verhalten letzter Woche.
wenn Sie so wollen. Das ist der Regressionstest. Nicht Ziele von Test ist, Sie reparieren mit Testen noch keine Fehler. Also das heißt, Sie können noch nicht feststellen, woran lag es denn? Also wo war die Ursache des Fehlers? Also wo war der Programmierfehler oder sowas? Das stellen Sie nicht fest. Sie stellen nur fest, existiert ein Fehler. Sie wissen aber noch nicht, wo der ist. Und Sie fangen nicht an zu debuggen. Deswegen können Sie auch keine Qualität in Systeme reintesten, sondern Sie stellen nur fest, wie schlimm es um Sie bestellt ist. Und Sie können je nach Teststrategie alles Mögliche testen, angefangen bei einer einzelnen Codezeile über eine Klasse bis zu einem teilintegrierten System, von mir aus so ein Microservice bis hin zur Gesamtlösung mit Payment-Anbindung und allen Schikanen. Also Sie können sozusagen auf verschiedenen Stufen, kriegen wir gleich noch, verschiedene Tests durchführen. Und wenn Sie systematisch testen wollten, bräuchten Sie eigentlich eine Spezifikation. Das ist speziell eine Voraussetzung für sogenannte Blackbox-Tests, wo Sie das System als großes schwarzes Etwas sehen und Sie führen es aus und gucken nach, ob es sich wie gewünscht verhält. Nur dann müssen Sie natürlich das gewünschte Verhalten kennen und sowas würden Sie in der Spezifikation finden. Wie gesagt, man kann es auch ein bisschen anders machen mit explorativen Tests, dazu kommen wir aber noch in einem gesonderten Foliensatz. Also das kann ich Ihnen jetzt erzählen, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. So, was ist das Schwierige am Test und an Fehlern? Hier nochmal ganz kurz die Kette. Die ist auf der linken Seite schon dargestellt. Ich führe Ihnen das aber auf der rechten Seite in der Grafik vor. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Sie schreiben eine Software und irgendwo haben Sie einen Programmierfehler gemacht. Klassiker ist, Sie haben was weiß ich, größer gleich und vergessen und nur gleich getestet. Also eine Schleife bricht vielleicht zu früh ab. Sie haben eine If-Bedingung, irgendeinen Sonderfall vergessen. Sie haben einen Copy-and-Paste-Fehler gemacht. Das führt jetzt irgendwann dazu, dass Ihr Programm infiziert ist. Also irgendeine Variable hat den falschen Wert oder der Kontrollfluss ist falsch abgebogen. Wichtig an der Stelle ist, jetzt haben wir so eine Art Infektion, also einen fehlerhaften Zustand, den sehen Sie aber draußen noch nicht. Das ist jetzt, also das modert jetzt in Ihrem System so vor sich hin, aber Sie sehen es draußen nicht. Ist ja erstmal nur eine falsche Variable oder ein falsch abgebogener Kontrollfluss. Dann setzt sich das fort durch Ihr System. Also das heißt, jetzt werden andere Teile des Systems infiziert. Das heißt, also wenn Ihr Kontrollfluss falsch abgebogen ist, wird Ihr Software wahrscheinlich Folgefehler haben. Das heißt, der Zustand wird sozusagen immer maroder von Ihrem System. Früher oder später sehen Sie dann eine Fehlerwirkung. Das heißt, der Benutzer steht draußen und nimmt wahr, das, was verkehrt ist. Und also das heißt, Rechenfehler, Oberfläche abgestürzt oder alle anderen Arten von möglichen wahrnehmbaren Fehlerwirkungen. Und das Schlimme oder das Herausfordernde beim Debugging und beim Testen ist, Sie müssen jetzt von der Fehlerwirkung irgendwie auf die Fehlerursache schließen. Das ist das Grundproblem des Debuggings. Deswegen habe ich diese Grafik aus dem Buch geklaut, wo es ums Thema Debugging geht. Sehr lesenswert übrigens von Andreas Zeller, How Systems Fail heißt das Buch, glaube ich. Vielleicht habe ich es hinten im Foliensatz drin, als Literaturhinweis. Also sehr, sehr spannend. Und was wir natürlich als Tester versuchen müssen, ist, wir raten, was alles kaputt sein könnte. Und dann versuchen wir, Testfälle in der Ausführung zu finden, dass wir diese Fehlersituation provozieren. Dann sind wir gute explorative Tester. Oder wir versuchen hier, diese Ausführung so systematisch zu machen, dass wir mit Asserts, das wäre quasi der Ersatz für die Oberfläche, so ein gewisses Sicherheitsnetz schaffen. Okay, aber wie gesagt, was Sie sich merken sollten, häufig ist die Fehlerhandlung, sprich der Programmierfehler, dann die Programminfektion, also das heißt der falsche Variablenzustand, falscher Kontrollfluss, von der Fehlerwirkung, also dem tatsächlichen Absturz der Software oder den falschen Berechnungen, recht weit entfernt. Also das macht das ganze Handwerk so problematisch. So, also warum sollten Sie dann testen? Also wenn man Fehler macht, das sind uralte Folien, ist über 20 Jahre alt, aber ich meine, die Aussage ist ja dieselbe. Sie haben also nach Statistiken, ich glaube vom BMBF, 1 bis 3 Fehler pro 1000 Anweisungen im Quelltext. Wenn Sie da genauere Zahlen haben wollen, gute Quelle wäre der Capos Jones, der hat alles und jeden gemessen, der nicht bei 3 auf den Bäumen war. Kann ich ihn auch noch an die... Also ich glaube nicht, dass es Sie wirklich interessiert, also sofern das sicher ist, aber die Quelle mal weg. Und hier die BMBF-Studie, die schon erwähnt wurde, die haben im Jahr 2001, diese Zahlen werden jetzt bei weitem übertroffen, behauptet, dass der Wert aller Software-Systeme in Deutschland 25 Milliarden Euro wäre.
Der Quelltext sind ungefähr 1,25 Milliarden Lines of Code. Das wird jetzt viel, viel mehr sein. Also da können Sie einen Multiplikator wahrscheinlich von 10 verwenden. Und wenn man das dann hochrechnet, dann hat man in diesen Zeilen etwa 3,75 Millionen Fehler. Und da kann man ausrechnen, wie teuer die Reparatur wäre. Ob das jetzt. Also ich glaube, daran kann man sich ein bisschen klar machen, naja, also Software hat Fehler und Fehler sind teuer und wenn man alle Fehler reparieren wollte, würde das viel Geld kosten. Vielleicht, das wird heute auch noch so sein, selbst wenn es mehr Software ist und wir vielleicht bessere Programmiersprachen haben. Und man kann alle möglichen Statistik befragen. Fehler in Software sind immer teuer. Da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele. Also angefangen bei dem Abschuss der Ariane. Fünf Rakete war das, glaube ich, wegen, glaub, einem Komma-Fehler, also wegen einem Unrechnungsproblem in der Steuerelektronik, bis hin zu dem Fehler in dem Intel Pentium war das, glaube ich, da hat dann falsch gerechnet, an einer Stelle war die Floating Point Unit im Eimer. Also all die Sachen sind immer sehr teuer, können Sie sich vorstellen, klar. Fehlerwirkung sehr teuer, also deswegen müssen wir testen, um uns davor zu schützen. Und je besser wir testen, desto besser der Schutz. So, jetzt könnte man natürlich oft auf die irrige Idee kommen, dass es natürlich super duper toll wäre, die Software komplett zu testen. Und wenn Sie sich das mal systematisch überlegen, stellen Sie relativ schnell fest, das geht nicht. Es wird nicht möglich sein, es ist völlig unmöglich. Das kann man an dem kleinen Beispiel, das habe ich von einem Herrn Meyers, der also auch ein sehr lesenswertes Buch über Software-Tests geschrieben, ist das geklaut. Und der macht das an einem ganz einfachen Kontrollflussgraphen deutlich. Also dieser Kontrollflussgraphen hat eine While-Schleife, die wird 10-mal durchlaufen. Ich weiß, den C-Quelltext habe ich jetzt irgendwie verloren dazu. Und hinter dieser While-Schleife sind vier geschachtelte If-Bedingungen. Also ein If und dann ist in dem True-Fall das If und in dem Else-Fall das If. Und das If hat wieder einen True- und einen Else-Fall. Und so kommen wir dann auf insgesamt, wenn Sie das mal anschauen, 1, 2, 3, 4, 5 Pfade, die ich jetzt hier durch diese einfache If-Kaskade durchlaufen kann. Es ist also noch kein aufregender Code, können Sie sich vorstellen. Und wenn man jetzt da mal überlegt, wie viele Testfelder man bräuchte, um da halbwegs systematisch durchlaufen zu lassen, ist man sehr schnell bei einer kombinatorischen Explosion. Also das heißt, bei den vier If-Anweisungen habe ich fünf mögliche Pfade durch diese Anweisungen. Da habe ich jetzt noch nicht mal betrachtet, dass Variablen noch verschiedene Werte haben können. Das ist jetzt eine blanke Kontrollflussbetrachtung. Und wenn ich die While-Schleife bis zu 10-mal durchlaufen lassen kann, dann kann ich natürlich in jeder While-Schleife einen anderen Pfad nehmen. Und wenn Sie das mal durchspielen, dann kommen Sie sehr schnell zu sehr vielen Testfällen. Dann können Sie nämlich 5 hoch 10 Fälle nehmen. Also ich durchlaufe 10-mal hintereinander und dann habe ich jeweils 5 verschiedene Möglichkeiten. Also sind das 5 hoch 10. Da kann ich nach 9 Durchläufen, 8 Durchläufen und so weiter abbrechen. So, und das heißt, dass ich addiere dann 5 hoch 10 plus 5 hoch 9 und so weiter. Und komme bei so einem ganz, ganz einfachen Kontrollflussgraphen bereits auf 12 Millionen Testdurchläufe. 12 Millionen bei so einem Pille-Palle Source Code. Wenn Sie es algorithmisch ein bisschen was Anspruchsvolles machen, landen Sie weit, weit drüber. Kann man also folgern, ich kann durch Tests nichts beweisen, weil ich nicht vollständig testen kann. Ich kann nur sagen, für die Beispiele, die ich ausprobiert habe, hat die Software funktioniert und die Beispiele waren irgendwie, wie auch immer geartet, signifikant für das System. Also der Schluss ist erlaubt, wenn es für die Beispiele geht, geht es wahrscheinlich auch für andere Werte. Aber mehr kann ich nicht machen. Und da gibt es einen ganz berühmten Spruch von Ansgar Dijkstra. Herr Dijkstra hat sich sehr verdient gemacht um das Thema Betriebssysteme. Also Sie kennen die Semaphore, die hat er erfunden aus der Betriebssysteme-Vorlesung. Also er hat sehr viel zum Thema Parallelität und sowas beigetragen. Auch dieses Separations of Concerns Prinzip, was Sie vielleicht aus Programmieren kennen, das ist auch von dem erfunden worden. Und Herr Dijkstra hat den berühmten Satz geprägt: Testing can show the presence, but not the absence of errors. Das heißt, Sie können nicht, durch Tests können Sie nichts beweisen. Deswegen ist es besonders wichtig, Tests systematisch zu machen, dass Sie trotz des Nicht-Beweisen-Könnens trotz einigermaßen zuverlässiges Ergebnis haben. Und darum wird es jetzt so ein bisschen im Rest der Vorlesung gehen. Wie kann ich mir eine Systematik zulegen, dass Sie sich nicht totarbeiten, aber dennoch valide Ergebnisse haben? Das müssen wir uns anschauen.